Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es um die unzähligen Neuerungen, die ins Spiel gekommen sind. Ich kann sie gar nicht mehr zählen, das waren so viele. Seht, ich bin jetzt auf Fanseite der Kings of Amarava.com. Link in der Videobeschreibung. Und zwar beginne ich beginn von unten. Bla bla bla. Ja, Facebook-Wunderungsclub, das haben wir schon mal gehabt. Und zwar ist am Freitag, den 14.09. startet gegen 10 Uhr wieder der Happy Tree Day und endet am Samstag, den 15.09. um 11 Uhr. Für alle, die vielleicht jetzt nicht wissen, was ist der Happy Tree Day, bekommt ihr wieder auf alle Bäume fünffache EP und die XXL-Baum-Upgrades 2 zum Preis vom einen. Kann man natürlich auch dann wieder verschiedenste Handwerksprodukte verwenden, um mehr EP jetzt hier zu ergattern. Was ist das für ein Handwerksprodukt? Können wir mal jetzt hier in die Stadt, sage ich schon, in den am Markt, auf den Markt, im Markt, was auch immer gehen. Da gibt es zum Beispiel die süße Rosenmarmelade, glaube ich, die Steckplatz für EP-Bonus 20%, dauert 8 Stunden, ihr seht, sie unglaublich, jetzt schon gestiegen auf 25.000. Dann gibt es noch das war's nicht, oder? Feldpflanzen. Feldpflanzen, da war die Ostermarmelade, glaube ich. Schauen wir mal. Ja. EP-Bonus 30%, dauert 12 Stunden. Also da gibt es verschiedene Produkte. Werde natürlich auch ein Video dann dazu machen. Ich werde zwar nicht so viel an EP kriegen. Ich habe jetzt hier schon viel. Alles voller Bäume hier, Mandel. Kurz anschauen. Walddichtung auch, Zuckerahorn. Denken Sie vielleicht, wieso kaufst du dir nicht Zuckerahorn für jedes deiner Felder? Wenn man das einmal so rechnet, ein Zuckerahorn kostet was wie 3750 oder so. Und da kaufst du dir ein Feld hier zum Beispiel, hat glaube ich sagen wir mal 200. Das kostet schon 53, das sind jetzt 100 mal 2, das sind. Wie viel sind das? Über 750.000? Kann das sein? Kann das sein? Also, glaub 57.000, ja. Und hast du dann hast du das alles voll. 57.000, 1,5 Millionen und so weiter, 2,2. Also, das ist schon heftig. Ich meine, manche werden da EP machen, das glaubt man ja nicht. Ich werde da nicht so viel machen. Macht mir auch nicht so viel aus. Also, natürlich, endlich wieder mal. Dann gibt es eine aktuelle Umfrage zu den Bäumen im Office. Also da könnt ihr, wenn ihr hier also da gibt es wieder Ideen. Und zwar Option 1, der Schredderer, hier könnten Bäume eingezahlt und geschreddert werden, wobei etwas anderes herauskommt, zum Beispiel Verbrauchsgüter. Option 2, die Baumkombination aus mehreren Upgrades wird als XXXL Baum Upgrade. Oder Option 3, das Baumgehege der Forst, beliebig Bäume kann man in den Forst packen. Und man bekommt dafür regelmäßige Auszahlungen, die sich über längere Zeit lohnen und nicht gleich den Einzelbaumboni sind. Wir können nicht garantieren, dass eine der oben genannten Optionen genauso umgesetzt wird, also könnt ihr abstimmen und was euch am besten gefällt. Und so. Also könnt ihr mal auch in die Kommentare schreiben, was euch am besten gefällt. Hier kommt ihr gleich einmal zu der FAQ oder was auch immer, zum Forum. Dann ist das Event gestartet, der Automat aus den Arm kam, dann der Event Bonuscode. Was der Event Bonuscode war, da diese vom folgenden Event, vom Huf-Event oder Alien-Event, wie weit wir da gekommen sind in diese Gemeinschaftsaufgabe, gab es dann einen Bonuscode, was mir zum Schluss kam, und der heißt UFO 2012, ist gültig, startet also heute um 14 Uhr und Ende am 20. also geht eine Woche, 14 Uhr, beinhaltet 5 Superdünger, 5 Susi Turbodünger, 100 EP mal dein Level und 50 Moosbände mal dein Level. Zusätzlich werden noch die Eventpflanzen Zirkelkorn und Kantkorn als Bonus dauerhaft ins Spiel kommen.
Ich habe das Event nicht ganz geschafft, also ist sich seitlich einfach nicht ausgegangen. Normalerweise schaffe ich so ein Event, aber zeitlich hatte ich sehr wenig Zeit eigentlich dafür. Ist nicht so schlimm, also mal schauen. Nächsten Gift and Trade vielleicht hole ich mir dann. Dann das Tastenkürzel und neue Items. Tastenkürzel ist nämlich das, können wir gleich wieder auf meine Farm geben. Und zwar hier. Hier bekommst du zu den Tastenkürzen. Also ist neu, die gab es ja schon vorher, aber jetzt kann man sie hier sehen, was alles möglich ist. Leertaste, Item drehen, Alt-Gear, Landkarte, streng, oder STRG, also verschiedenste Sachen, ja, E5 aktualisieren, bla 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 bla. Sehr gut gemacht, Daumen hoch, Big Point, also das war, ist eine super Idee, dass jemand das auch im Spiel kann. Und, dann gibt es... wenn ihr Freunde jetzt hier zum Spiel bewegt, das war auch hier, bekommt ihr neue Sachen. Die auch die News-Karte, da steht das glaube ich auch irgendwo. Da. Komisch. Ah, okay. Also wenn ihr Freunde einladet, wie geht's einladen wieder hier an und bla bla bla, dann bekommst du 5000 EP, 2500 Mosby, das war vorher schon, bei einem eingeladenen, bei 5 bekommst du einen Kuhmilchbaum, sobald 5 deiner eingeladenen Freunde Level 7 erreichen, bekommst du die goldene Belohnung, einen Kuhmilchbaum. Vorher war der Eierbaum, jetzt ist der Kuhmilchbaum. Und ganz neu, sobald 10 deiner eingeladenen Freunde Level 7 erreichen, bekommst du die Diamante-Belohnung. Und das ist ein. Ist. Diese Ente da. Das, vorher waren hier Chipmunks, bringt alle 6,5 Stunden 53 GB bei einer einmal 2 Feld. Dann sind neue Items jetzt hier im Shop. Können wir uns ja auch mal ansehen. Ja. Und dann nützlich ist wahrscheinlich. Da wäre einerseits das Ballettum. Also hier findet ihr es. Was es bringt, werde ich euch gleich sagen. Wer sich nicht erinnern kann, diese Hühner sind aus dem Russland-Event. Also. Können da zum Beispiel dies, Kosmos und so. Da gab es ja auch das hier, kann man auch, bei meiner Wunderranke habe ich die Items vom Russland, da werden auch noch stehen. Also das sind diese Items quasi jetzt in einer anderen Form. Warum wieder für TG? Naja, also hier auch zum Beispiel, hier sehen wir das, diese Items wieder. Was bringen sie? Das Blätton alle 300, also alle 10 Stunden 360p, einmal 2, 5, 15 Turbo und Kosmoshuhn alle 9 Stunden 330 EP, einmal 2 Feld 15 Turbo Golden Mord, Droschka Huhn 200 EP alle 6 Stunden, einmal 2 Feld 13 TG und schließlich der Schapka Huhn 22 EP alle 7 Stunden, einmal 2 Feld für 10 Turbo Golden. Könnt ihr mal hier hinschreiben oder unter die Kommentare, wie euch sie gefallen, ob ihr das gut oder schlecht findet, bla bla bla. Dann ein neues Haustier ist ebenfalls ins Spiel gekommen. Und zwar die Taube. Wurde ja jetzt schon gemunkelt auch. Also hat sich bestätigt, dass ein neues Haustier kommt. Zu halten gibt es auch vom 13.09.15 Uhr bis zum 19.09.15 Uhr beim Kauf von 300 Tupgulden erhaltet ihr diese Taube gratis dazu. Nach 168 Stunden ist das Ei fertig ausgebrütet. Ihr könnt es mit den Eierwärmer auf eine Stunde heruntersenken. Bringt euch einmalig 250 Erfahrungspunkte und dann alle 20 Stunden 300 EP Erfahrungspunkte und einen Superdünger, also bringt einen Superdünger. Hat dir noch gefehlt ein Superfutter? Das wäre es ja noch, ja. Also Superdünger brauche ich absolut überhaupt nicht, ja, muss ich ganz sagen. Ich habe auch bis auf diesen Proppelhasen-Ei, das ist Haustier, aber das ist kein Haustier, keine Ahnung, habe ich
kein einziges Haustier. Also ich habe kein Haustier und ich brauche kein Haustier. So, die bringen mich so viele. Also sie bringen klar Eule oder so. Oder was sind da? Sie bringen EP super für die, was EP scharf sind. Aber auch bei Happy Tree, das ist super, ja. Aber ich brauche es nicht. Also können sie auf allen Farmflächen verwenden. Nur jeweils ein Taubenei platzieren, somit maximal 5 Stück. Können uns das auch noch ansehen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt hier im Shop auch schon sind oder auch schon ist, dieses Taubenei. Irgendwas mit 45 TG, glaube ich. Kostet das dann dieses ups. Ja, hier Krähenei 45, Hennenei 99, Eulenei 150. Ist es schon da oder ist es noch nicht da? Nein, ist noch nicht da, okay. Also, ja, was soll ich sagen? Ich brauche nichts, ist für mich unnützig und schön für die, was haben. Beim Superfutter würde ich hier nachdenken. Also, Superfutter würde mich schon interessieren. Aber ein Superdünger brauche ich nicht. Danke, nein. Also, das sind jetzt hier die Neuerungen, die sehr häufig ins Spiel kommen. Seid, könnt unter die Kommentare schreiben, was ihr zu den allen haltet, was ihr darüber denkt. Oder auch hier bei der Kings of Farmer.com könnt ihr es reinschreiben. Links in der Videobeschreibung, wie gewohnt. Dann sage ich noch einmal Tschüss. Bis zum morgigen Happy Tree Day Video. Mehr gibt es nicht zu sagen, glaube ich. Ja. Bye bye, alle wieder. Tschüss.